Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch von unserem Reisevlog hier. Wir haben eine weitere Nacht im Wald verbracht und es ist jetzt 5 Uhr morgens und ich wollte so ein bisschen die Waldstimmung mal für euch hier einfangen. Vielleicht hört ihr das Vogelgezwitscher. Es ist einfach herrlich. Wir waren ja gestern ungeplanterweise von unserem Habichtswald-Steigweg abgekommen, weil wir ja zum einen das Gefühl haben, dass wir doch endlich mal eine Dusche brauchen und der Rücken tat auch arg weh von dem schweren Sturmgepäck, das wir dabei haben. Und da haben wir einen Ausflug in dieses Schwimmbad gemacht, waren den ganzen Tag auch dort. Bis gestern Abend um 19 Uhr hat es geschlossen und da war eigentlich unsicher, wie es weitergeht, denn es sah so aus, als würde es Regen geben. Wir haben so auch Regenkleider dabei, sind also auch da gewappnet, aber das soll eigentlich mehr so für den Notfall sein, wenn wir unterwegs sind, dass wir da nicht durchnässt werden. Ansonsten im Regen losmarschieren, das wollten wir dann auch nicht oder wollen wir nicht. Und ja, da haben wir die Kassiererin im Schwimmbad mal gefragt, ob sie im Internet mal nachschauen könnte, was so der Wetterbericht sagen würde. Ja, und da war so die Regenwahrscheinlichkeit bei 10% hier und deshalb haben wir uns dann entschieden, weil die Überlegung war eben auch weiterzufahren mit dem Auto Richtung Ostsee, Richtung Warnemünde, da müssen wir am Samstag sein. Ja, und dann haben wir uns aber doch dazu entschlossen, nochmal zurückzugehen hier in den Wald. Da sind zwei Pferde. Seht ihr das? Kann man die Pferde sehen? Nö? Ja? So? Sehe ich gerade nicht. Okay. Ja, wir haben uns dann doch entschlossen, zurückzufahren hier in den Wald und hier noch zu übernachten. Da hinten ist so ein herrliches Nebelfeld. Das kann man bestimmt wahrnehmen. Die Stimmung hier im Wald, die Energie ist einfach herrlich. Also das hat man gestern Abend schon gemerkt, als wir hier hochgekommen sind. Wir sind so von Naumburg aus, wo wir eben waren, wo auch das Auto steht. Ja, vielleicht 3-4 Kilometer zu laufen. Und da haben wir gleich die Picknickdecke ausgepackt und gleich nochmal Picknick gemacht, uns gestärkt. Und haben so richtig aufgeatmet, weil es einfach herrlich war, so diese Energie hier im Wald zu spüren gegenüber dem Dorf, gegenüber dem Schwimmbad. Also man konnte richtig aufatmen. Und mit der Kassiererin vom Schwimmbad hatte ich mich noch ein bisschen unterhalten und habe ihr dann erzählt, dass wir so die spannende Erfahrung die letzten Tage machen, einfach unterwegs zu sein hier auf dem Habichtswald. Steigweg, Wanderweg, der im Übrigen super ausgeschildert ist. Ja, dass wir die spannende Erfahrung machen, eben nachts in freier Natur, in erster Linie im Wald zu übernachten, ohne Zelt. Einfach so. Und das hat natürlich ein bisschen das Weltbild bei ihr da ja verändert, weil sie konnte sich das überhaupt nicht vorstellen. Und dachte erst, das hätte was mit aus Kostengründen zu tun oder so. Und ich habe ja gesagt, nein, wir wollen einfach nur diese spannende Erfahrung machen, draußen zu schlafen, die Energie des Waldes wahrzunehmen. Und ja, es ist immer interessant, wenn man da mal so andere Aspekte verrät, anderen Menschen, wie die da einfach ja, völlig erstaunt sind, was man so alles machen kann. Wir finden es einfach spannend, es ist eine spannende Erfahrung. Und was ich auch so interessant finde oder fand, ich gehe mal hier zur Bank, um mich hinzuhocken, dass man, wenn man im Wald hier so schläft, man schläft natürlich nicht wie zu Hause im Bett. Man wird immer wieder wach, weil man natürlich nicht so bequem liegt. Aber was ich so total interessant fand, die ganzen Nächte jetzt, und das ging nicht nur mir so,
es ging meinem Mann und den Kindern auch so, dass man total viel träumt. Und ich für mich, die Träume, die ich hatte, wenn ich da so gefragt habe, mich, was mir das sagen möchte, zum einen ging es bei vielen Themen darum, mit alten Dingen abzuschließen, so in Anführungsstriche aus meinem früheren Leben. Ich bin ja jetzt seit 1.7. völlig frei und ortsunabhängig in der Lage zu arbeiten. Und ja, so hat mein Unterbewusstsein anscheinend so einiges hier in dieser Energie des Waldes nochmal aufgearbeitet und abgeschlossen. Auf der anderen Seite habe ich auch viele Träume gehabt mit Tieren und hier auch Begegnungen. Ich habe ja vorgestern schon erzählt, dass so eine Waschbärenfamilie uns besucht hatte abends. Natürlich nur aus der... Sie waren schon nah an unserem Nachtlager, aber sobald sie uns gemerkt hatten, sind sie natürlich geflüchtet, weil sie Angst hatten. Ja, die anderen Träume waren einfach so Begegnungen mit Krafttieren. Dazu hatte ich kürzlich ja auch ein Video gemacht. Das verlinke ich euch gerne hier in der Infobox. Da ging es um die Begegnung mit einem Fuchs, mit einem Hasen. Und mit einem Adler. Und das waren für mich alles so Hinweise vom Universum. Ja. Zeichen vom Universum, sage ich jetzt einfach mal, ohne näher drauf einzugehen. Und das fand ich so interessant. Das sieht man doch mal, wie das Unterbewusstsein in so eine Energie mit eintaucht und man ja über Träume da einfach Botschaften bekommt. Überhaupt, wie das Universum agiert, noch zwei weitere Beispiele, einfach so zu deiner Rückenstärkung mal ein bisschen mehr so auf die Botschaften des Universums zu achten oder darauf zu achten, wenn du möchtest, so deinen Weg als Ziel zu sehen und da einfach neugierig zu sein, auf welche Art und Weise das Universum da agiert. Wir sind ja gestern Morgen hier aufgebrochen, weil wir gesehen hatten, da sind in der Nähe Häuser, also ist gar nicht weit weg, und wollten ja da eine Bäckerei aufsuchen oder einen Einkaufsmarkt, einfach um uns da nochmal mit Proviant zu versorgen. Und schon gleich, als wir in das Dorf hineingekommen sind, kam ein Mann mit einem Hund uns entgegen und wir hatten ihn dann gefragt, wo da eine Bäckerei sei. Und er sagte uns, nee, sorry, Bäckerei, Einkaufsmarkt haben wir hier nicht. Da müsst ihr zurück nach, oder überhaupt müsst ihr nach Naumburg laufen. Und das haben wir ja dann letzten Endes auch gemacht. Das war das eine, wo ich das so sehe, dass das Universum einfach uns diesen Mann geschickt hat, schon gleich zu Beginn, bevor wir da in dem Dorf rumirren und dann nach einem Geschäft suchen. Und das andere war ja, gestern hatten wir ja eine Hütte gesucht, weil vorgestern Nacht einfach auch schon Regen angesagt war und wir dann einfach zumindest ein Dach über dem Kopf haben wollten, also ausweichen wollten und in einer Hütte dann schlafen wollten. Und auf dem Weg dann hier in den Wald haben zwar Kartenmaterial dabei, aber es war irgendwie ein bisschen diffizil eingezeichnet, diese Hütte da zu finden. Ja, da haben wir ein Ehepaar getroffen und mein Mann hatte dieses Ehepaar gefragt und die hatten uns dann ganz genau erklärt, wo diese Hütte ist. Und das sehe ich einfach auch so als Botschaft vom Universum, als Zeichen vom Universum, wie es an einer Seite ist, wie es einem zur Seite steht und uns dann zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Informationen schickt, die richtigen Menschen schickt. Und dazu möchte ich dich auch einfach mal ermutigen, dich mal auch mehr mit deinem Herzen zu verbinden und auf die Botschaften zu achten, die das Universum auch dir schickt, dir den Weg zeigt. Und ja, es ist einfach total spannend und interessant. Und es wird allerdings jetzt für uns heute hier definitiv die letzte Nacht sein, denn für ab heute Abend, 18 Uhr, haben sie starke Gewitterregen hier gemeldet. Das brauchen wir dann auch nicht. Deshalb werden wir dann nachher, also die Kinder schlafen noch, lassen wir auch noch schlafen eine Weile, werden wir nachher hier aufbrechen, hier irgendwo noch frühstücken und dann weiter an die Ostsee fahren und dort ist dann geplant, nochmal nach dem Wetter zu schauen, dass wir da an der Ostsee noch ein bisschen wandern
und dort auch noch eine Nacht am Strand verbringen. Und von Freitag auf Samstag haben wir ja dann ein Apartment gebucht in der Nähe von Warnemünde. Und ja, ab Samstag wartet ja dann für eine Woche der pure Luxus auf uns, dass wir dann so die krasseste Erfahrung werden. Im Gegenteil, hier eine Woche freie Natur und dann eine Woche Luxus pur. Okay, ja, also im Hinblick auf Wandern nochmal, der Habichtswaldsteigweg ist insgesamt 185 Kilometer, habe ich jetzt nochmal gelesen. Da gibt es auch noch viele Extratouren. Wir sind ja jetzt nur wenige Kilometer gelaufen. Wir wollten uns von vornherein auch überhaupt keinen Stress machen, die und die Strecke laufen zu müssen, sondern wir wollten uns ja da auch leiten lassen, sind ja zunächst auch einfach mal, wo wir das Auto abgestellt haben, da in den Wald hinein und waren dann plötzlich auch auf dem Habichtswaldsteig, sind dann dieser Beschilderung gefolgt, aber eben in unserem Tempo und sind dahin, wo wir einfach, ja, uns haben führen lassen. Und das war eine total spannende Erfahrung. Ich kann diesen Weg hier nur empfehlen, ist wunderschön. Man kommt wirklich durch wunderschöne Gegenden, durch Wälder, über Wiese, Feld und Flur, wie man so schön sagt. Er ist auch recht neu eingerichtet. Es gibt ihn wohl erst seit 2011 mit diesem Namen wohl. Natürlich gibt es die Wege hier schon länger, aber mit diesem Namen hier. Und wir waren auch so eigentlich alleine auf der Strecke. Also wir sind in der Nähe von Dörfern wohl mal jemanden begegnet, aber ansonsten touristisch gesehen waren wir alleine hier unterwegs und es war eine wunderschöne Erfahrung. Okay, jetzt zeige ich euch noch ein paar Impressionen hier von diesem wunderschönen Nebelfeld da drüben. Oh, da kommen gerade Hasen, die muss ich euch zeigen. Ein Feldhäschen. Ja, jetzt habt ihr die Naumburger Häschen auch noch gesehen. Und jetzt zeige ich euch noch dieses wunderschöne Nebelfeld da drüben. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann spätestens an der Ostsee wieder mit neuen Eindrücken. Vielleicht konnte ich euch ja inspirieren jetzt nichtsdestotrotz, vielleicht euch auch mal oder dass du dich auch mal dieser kleinen Herausforderung stellst, mal was anderes zu machen, mal neue Erfahrungen zu machen, dich mal mehr mit der Natur zu verbinden, mal 2-3 Tage vielleicht nur ganz draußen in der Natur zu verbringen, neue Erfahrungen zu machen, einen klaren Kopf wieder zu bekommen oder wie auch immer und dich so vielleicht auch mental neu ausrichten kannst. Ganz lieben Dank für dein Interesse, für dein Dabeisein und bis zum nächsten Video. Tschüss, hab eine gute Zeit, eine herzliche Umarmung an dich, deine Irmgard.